Ja, da bin ich wieder. Euer Major Lagoon ist wieder da. Jo. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe mich kurz ein wenig informiert und mir zumindest mal, ja, so einen ganz kleinen Tipp abgeschaut. Ja. Nämlich, ich muss folgendermaßen vorgehen. Erstmal muss ich mich wieder zu dem kleinen Kürbis verwandeln. Ansonsten geht nämlich hier gar nichts. Ich glaube, ich bin jetzt auch falsch gelaufen. Aber gut, dann laufen wir halt den Umweg. So. Also erstmal muss ich zum guten Herrn Mumbo, um mich da wieder verwandeln zu lassen. So, einmal den Sprung, den Saltosprung und hier rein. Wir haben, soweit es geht, eigentlich auch fast alles gesammelt, mit Banjo selber. Mir fällt persönlich jetzt auch nicht so viel ein, was mir so fehlen könnte oder nicht. Wir haben 91 Noten von 100, 8 von 10 Puzzleteilen und uns fehlt nur noch eine leere Honigwabe. Also schaut mal ganz gut aus. Jo, dann bitten wir den Herrn Mumbo, uns mal wieder zu verwandeln. Ube da! So. Ich sagte, ihr könnt am besten, ich habe jetzt im letzten Part schon mal gesagt, wegen Feedback und sowas. Ihr könnt natürlich auch noch was dazu schreiben. Ich habe jetzt in der letzten, gleich letzten 5 Parts, jetzt letzten Part nicht, aber davor die Parts, war ich vielleicht etwas aktiver im Test, habe auch mal viele Späßchen gemacht, habe mal vielleicht auch mal hier und da mal irgendwas Quatschmäßiges erzählt. Ich möchte das auch in Zukunft so weitermachen. Bin jetzt allerdings gerade nicht so in Stimmung dafür, also jetzt hier so extrem und was weiß ich. Ihr könnt mir einfach mal auch in den Comments posten, ob ihr das überhaupt mögt, ob es euch das gefällt, ob das gut ankommt. Ja, wenn ich hier mal so Späßchen mache, so ein bisschen Action mit reinbringe. Oder ob ich einfach sagen, oder ob ihr es einfach denkt, meine Güte, kann der einfach mal seine Klappe halten, kann der mal ein bisschen ruhiger spielen. Ja, Let's Play ist in Ordnung, aber nicht so extrem. Ja. Wie gesagt, da könnt ihr einfach mal drüber mir Bescheid sagen, ob das so in Ordnung ist. Das wäre auf jeden Fall top, damit ich das, dass ich das weiß. Ich meine, gut, mit dem Übersetzen, das ist so eine andere Sache, das werde ich auch weiterhin so machen. Weil ich das einfach nur mal gerne mache. Ja. Aber jetzt zum Beispiel, ich nehme mal ein klassisches Beispiel, wenn ihr den Teil gesehen habt mit dem, ich sag mal, ja, mit den Krokodilen, ja, wo es um das Wettessen ging, da war ich ja aktiv, aber wirklich super aktiv an der Sache, bei der Sache. Sehr laut. Was mache ich hier überhaupt? Ich laufe hier voll in die falsche Richtung. Wie gesagt, ich war sehr aktiv bei der Sache. Ich war auch sehr laut teilweise. Wie gesagt, wenn euch das nicht gefallen sollte, wenn ihr sagt, boah, nee, das ist ein bisschen zu extrem, wie gesagt, dann sagt mir das. Wie gesagt, ich möchte eine gewisse Mischung finden. Ich probiere auch noch viel aus. Ich habe ja auch erst vor kurzem neu angefangen mit Let's Playen. Und ja, ich freue mich natürlich, wie gesagt, über jedes Feedback. Das habe ich im letzten Part schon gesagt. Ich nehme auch momentan sehr viel im Voraus auf. Also kann es sein, dass ich... Also ich habe diesen Part jetzt zum Beispiel, den ich jetzt hier aufnehme, kurz danach dem... kurz nach dem letzten Part aufgenommen. Ganz einfach aus dem Grund, damit ich mir auch immer ein bisschen Luft verschaffe, denn ich muss mich selber noch durch alles durchkämpfen. Und wie gesagt, und dadurch, dass ich das jetzt schon so nachträglich so, ich sag mal, aufnehme, also schnell hintereinander aufnehme, kann es sein, dass ich natürlich bis jetzt schon Feedback bekommen habe und das, was ich jetzt sage, vielleicht jetzt nicht mehr so wichtig ist. Aber wie gesagt, trotzdem, nehmt euch das einfach mal ernst zu Herzen. Also ich würde, wie gesagt, es hilft mir weiter. Und wenn ihr von mir gerne Let's Plays anguckt, also dann hilft das natürlich auch euch, euch weiter, weil davon haben wir beide mehr. Ich kann bessere Let's Plays machen. Oder zumindest noch versuchen, bessere Let's Plays zu machen. Und ihr seht dann auch bessere Let's Plays. Ja. Und ja, ist doch ein Geben und Nehmen und denke ich, so sollte man das annehmen. Ja, jetzt sind wir nämlich hier oben, genau das, was ich wollte. Jetzt habe ich nämlich diesen Weg genommen, das habe ich nämlich nachgeguckt. Ja, jetzt werden wir erstmal gucken, wo wir hier lang können. Also als allererstes, wir gehen jetzt einfach erstmal hier rein. Zack. Ach stimmt, das war die Stelle, wenn mich hier unten war, eine leere Honigwabe. Tada. So, und hier eine goldene Feder.
Ich weiß nicht mehr genau, was hier noch alles war. Wir laufen hier unten noch so ein bisschen rum und gucken uns um. Zack. Wie gesagt, jetzt momentan heute habe ich noch so ein bisschen meinen etwas, naja, sag mal, moderateren Kommentarstil. Ich versuche, wie gesagt, da auch mir Mühe zu geben. Allerdings bin ich jetzt nicht so aktiv, dass ich jetzt hier so, oh, ja, yeah, buh, was und wie auch immer. Sondern, wie gesagt, auch ein bisschen ruhiger. Vielleicht laber ich hier auch einfach nur Mist und ihr denkt alle, mein Gott, du hast da vorher schon gut gesprochen. Kann auch sein, weiß ich nicht. Es kommt mir nur so vor. Wie gesagt, ich sammle noch Erfahrung mit Let's Plays. Und ich denke mal, ich bin jetzt auch schon gut über die Hälfte des gesamten Spiels durch. Hab auch schon so ein bisschen was hinter mir. War ich jetzt schon hier drinne? Hier waren noch eigentlich zwei Fenster. Ja, natürlich. So, und jetzt mache ich damit Spielen weiter, anstatt hier mir eine riesen Predigt zu halten. Denn sonst wird es doch ein ziemlich langweiliger Part. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir genau... Also hier können wir auf jeden Fall noch rein. Und ich glaube, hier war die Stelle mit der Toilette. Genau. Und der Herr, ich bin... Hallo, ich bin auch da. Wie auch immer. So, hier ist einmal noch eine schöne Dusche. Das Skelett ist dort, aber ist mir jetzt egal. Viel Spaß, Kleiner! Und da wird abgezogen. Wer Toilette die selber abziehen kann. Wallala, was sind wir denn hier? Oha, hier geht's aber ab. Zack, zack, wir schnappen uns hier die goldenen Federn. Die möchte ich gerne haben. Ja, und das Puzzleteil haben wir uns natürlich auch geholt, klar. Hier so ein bisschen Schleuder-Action. Zack, und da haben wir uns das auch geschnappt. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich jetzt hier raus kann. So, schauen wir uns mal kurz hier um. Also hier gibt es auf jeden Fall nichts weiteres. Also wir können nur wieder da raus. Ja, schönes Blumsklo hier. Wer in die Toilette taucht, der auch alte Socken raucht. Soll mir so sein. Ich gehe hier wieder raus und ja, mal gucken, was es noch so gibt. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, jetzt eben eine leere Honigwabe, weitere gesammelt. Jetzt fehlen uns nur noch 9 Noten. Ja, und ein Puzzleteil. Das eine Puzzleteil haben wir schon mal gesehen. Das ist nämlich etwa, da kommt man nämlich auch noch ran. Die Stelle wird auch noch kommen. Ich möchte jetzt allerdings ungern da runterspringen, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob wir dann alle Noten haben. Deswegen werde ich jetzt mal kurz nochmal mich umgucken. Aber ich verstehe jetzt leider nicht genau. Haben wir wirklich alle Noten gesammelt? Fehlt ja immer noch eine ganze Menge. Wenn so ganz so wenig war, das ja nicht. Och nö. Jetzt bin ich doch tatsächlich runtergefallen. Und was heißt das? Ja, wir können wieder von vorne hoch oben hochlaufen. Ja, das werde ich jetzt auch tun. Hui. Oh. Hui. Yep, genau. Ja, wie gesagt, jetzt fehlen noch ein paar Noten. Also das Puzzleteil werde ich mir jetzt holen. Und dann mal gucken, wo die Noten sind. Vielleicht sind die auch direkt vor Ort. Und so, warte, mal hier hoch. Zack. Warte mal, wo geht's denn hier lang? Ah, hier, genau. So, zack. Und hier rauf. So. Und dann werden wir jetzt mal hier gleich in das Rohr reingehen, ohne wieder ohne runterzufallen. Zack, und wir sind drin. Bam, bam. Zack, und wir haben 10 von 10 Puzzleteile. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt wollen wir natürlich noch die 9 Noten sammeln. Wo genau die jetzt sind.
kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, dann werden wir uns jetzt einfach mal suchen gehen. Ja. Summ, summ, summ. Ein Bienchen summt herum. Ist auch da. Ich weiß jetzt gar nicht. Habe ich hier drinnen eigentlich schon alles gesammelt? Ich meine, ich habe hier drinnen zwar das Rätselspiel gemacht, aber ob ich hier alle Noten habe? Ja, ne, hier war auf jeden Fall nichts mehr. Wo könnten wir denn noch nicht drinnen gewesen sein, beziehungsweise alles aufgedeckt haben? Ja, das komische Skelett. So. Da unten sind wir auch schon gewesen. Da waren wir gewesen. Da waren wir gewesen. Gute Frage. Nächste Frage. Hier oben waren sämtliche Stacheln am Start. Jo. Das ist natürlich ärgerlich. Wir wissen nicht ganz genau, wo jetzt noch mal diese Noten sind. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Irgendwo müssen die ja noch sein. Oh lala. Hm. Könnten die denn sein? Verdammt, also hier ist es nicht. Hier sind wir gerade schon lang gelaufen, das ist mir auch klar. Aber dann können die doch noch hier in der Nähe sein. Das sind auf jeden Fall goldene Federn. Hier unten waren wir ja auch schon. So ist das ja nicht. So. Die läppischen letzten 9 Noten. Okay. Oha, die Bienen sind hinter uns her. Dann werden wir nochmal in Richtung Labyrinth laufen. Also hier drin ist es auf jeden Fall nicht. Das weiß ich. Da haben wir ja vorhin alles erkundet. Oh lala. Komm, lauf, lauf, lauf. Vielleicht gibt es doch tatsächlich hier im Labyrinth noch etwas. Okay. Nein, 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 nein. Jetzt erwischt uns dieser Geist auch noch. So. Ich glaube, das ist auch der letzte Part, den ich erstmal mache. Ich werde mich erst noch etwas informieren. Allerdings auch erst gleich schlafen gehen, denn ich werde langsam müde. Ich denke mal, das merkt ihr auch. Ich bin nicht mehr allzu viel am Kommentieren. Und ich möchte ja auch versuchen, die Qualität der Videos auf einem, ich sag mal, anguckbaren Niveau zu halten. Ja, also von daher schauen wir mal, was wir machen können. Ja, ich finde hier gar nichts. Ich laufe hier im Kreis 30 Mal von rechts nach links, von vorne nach hinten und ich kann hier einfach nichts finden. Das ist ärgerlich. Hoch 3. Ja, aus dem Grund werde ich diesen Part jetzt leider beenden, auch wenn das vielleicht ein bisschen kurz war, ärgerlich war, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss, euer Major Lagoon.